Du, einen wunderschönen guten Abend hier am Sonntagabend. Ja, willkommen zum PSC. Ja, ich bin ja aktuell noch quasi verletzt. Heißt, ich habe Bock zu streamen. Mache ich auch. Jo, wir sind in Australien. Haben das 13. Rennen der Saison. Und ja, 11 Fahrer, die dabei sind, ist ja ordentliche Zahl trotzdem. Also PSC, wie immer, natürlich nur die Elite fährt mit, weil Verhalten sind deaktiviert. Ja, heißt, hier fahren nur Leute mit, die auch des Spiels mächtig sind. Weshalb es natürlich auch immer ganz gute Action gibt. Und auch die Qualität ganz gut ist. So, gucken wir mal. Quali sieht erstmal trocken aus. Das ist doch wunderschön. Ich meine, Australien im Regen. Ja, wäre eine Sache. Wäre so eine Sache. Oh ja. So, mal gucken mal, was ich fahre jetzt für Reifen auswählen. Ich glaube, also ein Stop im Rennen mit Soft Medium dürfte machbar sein. Wurde mir zumindest so gesagt, weil ich keine Ahnung hatte. Aber schätze ich mal, dass da ein Stop auch das Ziel von vielen ist. Wir sehen auch schon Matti und Machkarton, die in der Box auf Mediums gestellt haben, und Rocket fährt zuerst raus. Rocket, ja, mein Teamkollege. Heißt, ich bin nicht immer ganz unparteiisch, wenn es um Rocket geht, aber ich bemühe mich natürlich, möglichst unparteiisch zu sein. So werden wir natürlich hier mit seiner Outlap sehen. Kann ich mal noch ein paar Streckenfakten runterrattern. Ja, Melbourne oder Australien seit 1985 im Formel 1 Rennkalender, seitdem 35 Rennen, davon 24 in Australien. Wir haben insgesamt 9 Siege von der Pole, was nicht so viel, wenn man bedenkt, dass man ja eigentlich ja nur mäßig gut überholen kann. Was haben wir? Strecke 5,3 Kilometer lang, wir werden 29 Runden fahren. Insgesamt auf einer Runde 10 Rechts- und 6 Linkskurven. Gibt es noch Distanz bis zur ersten Kurve, ist am Start interessant, 384 Meter. Ist jetzt nicht ganz so viel und die erste Kurve bietet auch jetzt nicht so wirklich Möglichkeiten. Apropos Überholmöglichkeiten, wird im Kickerheft der Saison 2021 Kurve 1 und 3 beschrieben. Wobei man auch Kurve 12, denke ich, ganz gut überholen kann, wo jetzt Kerosin drauf fährt. So. Hier haben wir nochmal ein DRS gerade und dann könnte man tendenziell hier Kurve 12 im Rennen noch überholen. Drauf sind fast alle draußen direkt. Ja, und Kerosin im Williams startet in die erste Hotlap. Okay, erste Kurve nimmt er im fünften. Ja, bin ich jetzt immer in vierten noch gegangen. Aber fünfter geht auch. Ist hier auch enge. Schwere Bremszone quasi. Kommt doch ganz gut rum. Ah, hier jetzt wichtig, die Curbs nicht so sehr mitzunehmen, weil sonst liegt man schnell in der Wand. Apropos, die Wände sind natürlich sehr nah. Also das könnte im Rennen natürlich sehr interessant werden, wer abfliegt und wer nicht. Weil aus den Erfahrungswerten ist Australien eine Strecke, wo die Ausfallquote sehr hoch ist, und ich glaube, Matti hat sich da schon gedreht. Guck mal, ganz kurz. Ja gut, habe ich jetzt nicht gesehen. Machen wir mal wieder zurück zu Kerosin. Hier links, rechts, die auch sei jetzt zu 17 mit den schnellen Autos wirklich überragend zu fahren. Ist wenn man sich da auch ziemlich schnell wegdreht. So, letzter Sektor nochmal ein bisschen technischer, braucht man mehr Flügel. Besonders jetzt hier vorletzte Kurve ist da schwierig zu erwischen. Da wird er zuerst rumkommen und setzt eine nach 22,3. Das ist eine ganz gute Runde. So, Rocket als nächstes. 1,3 Sekunden langsamer. Ja, das ist ja eine Erklärung. Der mit einer 23,0
Für Mediums ist es eine sehr gute Zeit. Dann als nächstes Falkberg. Oh, Falkberg ist der nächste. Der auch auf Mediums fährt. Währenddessen hat Redshock noch eine Runde gesetzt. Ja, 3,4. Muss wohl noch was kommen. Und Falkberg hat jetzt ungültig, hat aber schon davor abgebrochen. Interessant. Ja, Puma probiert's wohl nochmal. Ja, dann Körb mitgenommen, war nicht optimal. Und kurz jetzt auch wieder ab. Ja, schade. Tracklimit ist auch so eine Sache. Dürften ja eigentlich zu groß eine Rolle spielen. Wenn dann jetzt, wenn wir bei Redshock sind, jetzt in der links-rechts. Kerosin nochmal mit einer neuen Bestzeit. Boah, 21 ist schon. Hier kann man ziemlich schnell cutten, sowohl jeweils innen zweimal und dann auch außen. Erste Kurve könnte auch eine Kurve sein, wo man sich schnell Verwarnungen holt, aber sonst. Ist glaube ich schwierig, weil da sonst innen überall oder außen Gras oder ein ekliger Kürbis. Redshock immer langsamer gewesen. Ich guck mal auf seinen Teamkollegen, auf Alex. Ja, er kommt da schon zu weit raus. Da ist die Runde quasi schon im Eimer. Boah, jetzt ist die wirklich komplett gegessen. Weiter auf. Ah, doch noch Kyoto. Der unterwegs ist. Ich würde mal schätzen, die McLarens sind auch Favoriten für die Pole. Sind beide auf jeden Fall sehr schnell unterwegs. Ja, und Donnerkohle Lila im ersten Sektor. Und Penetranos ist schon raus. Ja. Wird er wohl einfach das Heck verloren haben dann. Zumindest nach Minimap sieht es nach rechts aus. Nach rechts in die Wand rein und dann das Auto halt. Kann man ein bisschen weit raus, Donnerköhle. Hat er auch ein bisschen Glück gehabt, da ja keinen Cut zu bekommen, quasi. Keine ungültige Rundenzeit. Aber hat auf jeden Fall Zeit gekostet. Und jetzt ist es ungültig. Ja, schade. So, Matti im ersten Sektor im Essen. Jetzt ein Alfa Romeo vor sich und ungültig, ja, schade. Ja, gut, da kann man auch noch cutten, wenn man da zu weit rauskommt. Den habe ich für uns glatt vergessen. So, dann dürfte aktuell schätzungsweise, ja, da ist keiner aktuell schon unterwegs. Aber Falkberg, der als nächstes eine Runde startet mit Mediums. Ja, aktuell Alex und Machkarton auf dem Mediums unterwegs. Wesen auf ihren schnellen Runden, aber Machkarton auf Soften unterwegs. Gehen wir direkt mal drauf. Ja, ich glaube, der ist wirklich Kandidat für die Pole. So eine Pole-Runde drauf zu haben, wäre was Schönes. Ich denke, so eine 21 Mitte, also so 21,5 um, dürfte schon noch machbar sein. Weil er es jetzt schon gebottelt hat, ja. Kann er abbrechen? Machen wir wieder Falkberg. Falkberg wird auch lila im ersten angezeigt, aber ich schätze mal, das ist ein Bug. Dass wenn du noch keine Runde gesetzt hast, quasi, dass jeder Sektor lila ist. Nicht, dass ich ihnen das nicht zutrauen würde, auch auf Medium ist. Sehe ich das ehrlich gesagt trotzdem nicht. Ja, kommt doch ganz clean durch. War jetzt, ja, nicht die schnellste Route, aber... Der Safe-Durch.
der Q12 wieder ein paar Probleme gehabt. Ich glaube, der sollte nochmal auf dem Soften raus. Also auf dem Mediums, das sieht nicht so gut aus, die Runde. Ja, letzte Kurve nochmal sehr gut. Ja, 4 Sekunden zurück, immerhin. Machtkarton ist direkt wieder in der Box. So, dann haben wir Puma und Rocket, die wohl schnell sind. Puma auf jeden Fall auch ein Kandidat, zumindest mal für Podium, vielleicht sogar mehr. Hat, glaube ich, diese Saison noch keine Runden, aber in der letzten Form mal zugeschlagen. Und setzt sich auf 2. Ja. Trotzdem, halbe Sekunde zurück ist schon ein bisschen Holz. Und wir haben ja noch gute 7,5 Minuten. Im Quali. Heißt, auf jeden Fall, jeder kann noch eine Runde setzen, der das Auto noch nicht zerlegt hat. Insofern. Geht da noch was? Geht da noch was bei Rocket? Aktuell 1,8 Sekunden zurück. Da muss schon mehr kommen. Erwarte ich natürlich auch sehr viel mehr von meinem Teamkollegen. Na, mal gucken. Ja, ist Dritter. Das ist schon mal von der Position gut. Der Abstand ist, finde ich, trotzdem noch B4. Das sieht gut aus. Puma wird sich vor seinem Teamkollegen auf jeden Fall schieben. Vor Rocket bestimmt auch. Und er ist jetzt bestzeit. Ja gut, ne? Kerosin ungültig. Kann also nicht kontern. White Shock, ja. Hat schon mal 18 im ersten Sektor. Matti ist davor, der auch schnell ist. Matti auch noch keine Zeit, genauso wie Ernight. Der muss auch langsam mal, ne? Wenn wir mal wieder hochgehen, dürfte er jetzt mittlerweile eine geraucht haben, wie immer. Dürfte dann ja ein One machen. Ein Mercedes fährt jetzt schon auf. Aber vorne auch sehr eng, also 43.000stel Donnerköde und Kerosin. Matti ungültig. Ja, schon. Gehen wir wieder auf Edgehawk. Er hat noch eine gültige Runde. Was ist denn eigentlich der Messpunkt für den zweiten Sektor? Hinterheft? Da! Ach, vor der links, rechts. Hoch. War das nicht mal danach? Ja. Ja, gut. Und nichts bei Sache. Ich glaube, Wedgehawk, der wird sich schon ganz schöne Stückchen verbessern. Hat er ja schon eine Sekunde gerade im ersten Sektor aufgeholt. Und, ja, hat aber dann wieder ein bisschen was verloren. Wieder ungültig. Donnerköde. Ist wohl in der Ende. Mach Karton jetzt schnell. Guck mal drauf. Mach Karton dürfte immer noch seine beste Zeit mit dem Mediums aktuell haben. Ja, so ist es. Aber ich glaube, der will, ja, der will auf Soft starten. Ich glaube, mit Mediums hinter Rocket, das wäre nicht so das Ziel bei McLaren. Lila erster Sektor und hat ungültig. Das könnte jetzt natürlich, also nochmal an die Boxen raus, wird glaube ich zeitlich schon enger. Also der muss glaube ich dann jetzt direkt noch eine hinterher pfeffern. So, Red Shark durch den zweiten Sektor ist langsam. Ja, Ernight startet jetzt eine Runde. Was der einzige Mercedes-Pilot heute hier machen kann.
Ja, wieder angezeigt, zumindest Lina am ersten. Würde ich aber mal wieder sehr stark bezweifeln. Währenddessen ist Machkarton nochmal in die Box rein. Reinhalten. Er durfte es schaffen. Aber jetzt hat er noch einen frischen Satz. Ja, müsste eigentlich. Ja. Dürfte jetzt der zweite gewesen sein. So, Air Knight fährt hier auch sehr safe durch. Ich gucke 10 und 11. Und der letzte Sektor sah auch ganz okay aus. Also, da ist kein groben Schnitzer drin gehabt. Mal gucken. Immer vor Wedgehog dürfte er schon sein. Sogar vor Machkarton. Ui, hau doch mal raus. Ist auch. Ja, eng hinter Rocket. Da wird sich Rocket auch ärgern, dass er den Mercedes so nah hinter sich hat. Alex auch mit Flügelschaden. Ja gut, für den dürfte jetzt Qualifying gelaufen sein. Gehen wir auf Matti. Matti muss jetzt auch, also das ist jetzt quasi die Runde oder tendenziell hat er noch eine weitere, wenn er Sprit mit hat. Und da hat er sich ganz schön verbremst. Kurve. Was ist es? Ich kann es nicht lesen. 9? Ja, ist es 9. Das ist unglaublich. 10 und 11. Ja, sah gut aus. Ja, für Matti natürlich erstmal wichtig, jetzt noch eine Zeit zu setzen. Direkt auf Kerosin. Auch schon wieder unterwegs ist. Verbremst er sich wieder, Matti. Also der muss noch eine hinterher pfeffern. Ich glaube, Sprit für noch eine. Das Langsame hat er nicht. Dürfte auch zeitlich nicht schaffen. Ist erstmal siebter. Aber da könnte noch eine Runde hinterherkommen. Kerosin habe ich im Augenwinkel gesehen, dass er lila war im Mittelsektor. Heißt auf Bestzeitkurs. Es ist auch. Der Abstand ist minimal. Heißt jetzt nochmal vielleicht einen kleinen Fehler ausmerzen von der ersten Runde. Dann steht er hier auf 1. Air Knight ist raus. Na gut, hat er in der Box auch. Alex auch. Und Kerosin Bestzeit, ja? 21,5. Habe ich ja quasi schon so gesagt, dass das so die Zeit ist, die geben wird. Und Redshock ist langsam. Gut, Redshock ist jetzt cool, ja auch beendet. Dann ist Matti. Ist er nochmal schnell? Ist er, ja. Oben Zeit, Zwischenzeit im zweiten Sektor ist er. Ja, gute 13 schneller. Könnte damit dann. Oh, jetzt. Da hat er, glaube ich, einen Fehler drin gehabt. Muss ein bisschen ins Auto fahren. Also könnte für Machkarton und Air Knight gefährlich werden. Matti fährt auch an die Box. Ja. Machkarton hat Verkehr. Aber kommt da durch. Die machen beide noch Platz. Dürften Kerosin und Redshock gewesen sein. Auf die Zwischenzeiten. 17 schneller und ist lila. Heißt, wie gesagt, auch Polkurs. In der Runde sieht sehr sauber aus, also. Scheitelpunkte alle ganz gut getroffen. Ist eine sehr gute Runde. Aber es reicht nicht für eins. Ist trotzdem vor seinem Teamkollegen. Aber Donnerkohle kommt nochmal. Und er macht Bestzeit. 50.000. So, Rocket ungültig. Puma kommt auch nochmal. Ist er schneller? Ein bisschen. Ja, und Kerosino Redshark an der Box. Heißt, das war's vom Quali. Also Donnerköhle Pole mit 21,5, 50.000 vor Kerosin. Da
Dann macht Karton 13 zurück. Puma 18 schon zurück. Dann Rocket 1,2 zurück. Dann auf 6 Air Knight. 7. dann Matti. 8. Wedgehog. 9. Falkberg. 10. Alex. Und Penetrandus hat freie Reifen. Falkberg und Alex müssen auf Mediums starten. Ist auch überragend, wie voll die Zuschauerplätze über den Boxen waren. Da saß jeweils eine Person drin. Ja, im Spiel gibt es auch Corona. Dürfen nicht so viele Leute nach Australien. Ja, schon viele Verwarnungen. Vielleicht wird das dann doch ein Thema. Aber naja, hier haben wir nochmal das Quali-Ergebnis. Ja, ist jeweils immer ein bisschen eng, ne? Erster, zweiter ist eng, dann Rocket Air Knight ist sehr eng. Zum Beispiel. Aber Rennen wird eh, glaube ich, vieles anders. Ich meine, da ist dann die Fehlerquote, ist dann nochmal, spielt eine größere Rolle. Also ich glaube, auch wenn du hier nicht so ganz die Pace hast, bist du, glaube ich, ganz gut beraten, wenn du einfach durchkommst. Ist auch interessant, wie dann, entweder die haben die Leute dann nicht animiert, aber bei Mercedes sitzen zwei Leute drüber, bei Red Bull schon mal gar keiner. Ja, Mercedes ist einfach das beliebteste Team. Kann man sagen, was man will. Und dann oben sitzen noch ein paar Leute oben auf dem Dach. So, dann gucke ich mal in Discord rein, wie es aussieht mit Rennstart. 25 ist quasi in 3 Minuten. So, dann bin ich mal ganz kurz weg und dann geht's mit dem Rennen weiter. So, Penetrandos will dann wohl auch auf Medium starten. Ja, würde ich an seiner Stelle, glaube ich, auch machen. Dann einfach alternative Strategie und dann drauf setzen, dass da kein ungünstiges Safety Car kommt und am Ende mit dem Soften, dass er einfach Knallgas geben kann. So, und währenddessen gucke ich mir mal einen WM-Stand an. Denn wir haben aktuell Machkarton auf P1 in der WM. Mit 205 Punkten und ist knackige 84 Punkte vor Kerosin und Matti. Also Machkarton sieht gut nach einem Titel aus. Dann 4. ist Donnerkyode mit 116 Punkten. Also der ist drauf und dran, dann jetzt hier mit dem Rennen dann 2. an der Fahrer-WM zu werden. Dann 5. ist Penetrantos mit 97 Punkten. Heißt, er hat auch eine ganz gute Saison. Dahinter dann auf 6 Roland, der nicht mitfährt. Dann 7. Nikolai. 8. bin ich noch. Das ist ja unglaublich. Hinter mir dann Falkberg auf 9. 10. ist Puma. Dann haben wir Rocket auf 11, der mitfährt. Air Knight auf 13, der mitfährt.
Wetschak 15. Und noch Alex 20 und es dürfte es gewesen sein, von denen, die heute mitfahren, oder? So, Teamwertung ist dann McLaren vorne mit 321 Punkten. 108 Punkte vor Williams, dahinter dann Aston Martin mit 199 Punkten, Alpine 141 Punkte, Red Bull mit 104 Punkten und dann kommen noch Alfa Tauri, Mercedes, Alfa Romeo, Haas und Ferrari. Jo, und dann in 2 Wochen ist das nächste Rennen dann in Mexiko. Das wird auch interessant. So, aber die Fahrer sind dann schon in der Einführungsrunde. Machen wir hier raus. Gucken wir mal kurz die Reifen an. Komisch, gucken wir mal das Stream. Bitte. Okay, Twitch hat sich da aufgehört. Ja gut, also letzten 3 auf Mediums unterwegs, der Rest auf Soft. Ja, wie gesagt, ich glaube Strategie dürfte eine 1 werden. Soft und Medium auf. Soft Medium könnte sein. Soft hat dann auf jeden Fall. Schnellste Strategien sein. Ich glaube 2 Stop. Verliert mir einfach zu viel, weil man hier doch ziemlich schwer überholen kann. Ich denke mal, dass ich auch nicht nächste Woche, in 2 Wochen das nächste Rennen noch streamen werde. Weil ich aktuell dann noch wegen meiner Handverletzung da, denke ich, noch nicht fahren kann. Ich glaube, also mittlerweile geht es auf eine Runde. Aber ein Rennen will ich mir noch nicht zutrauen. Wobei ich mich auch immer ärger, wenn ich jetzt kommentiere, war ja auch, dass ich jetzt in anderen Ligen kommentiert habe. Ich bin ja nur auch, dass ich da jeweils in den Trainings davor immer mal reingelunzt habe. Jetzt gucken wir, wie gut es ist und dann vielleicht auch mal selber eine Runde gefahren bin. Meine Runden waren nicht so. Aber naja. Soft Hot wird jetzt hier angezeigt, nur sagt das Spiel. Mal gucken mal, so Fahrer stellen sich hin. Dürften die Ampeln sofort angehen, dürfen jetzt ja, gleich alle stehen. So, kriegen wir noch eine gute Kamera. Ja. Also 5 Runden Lichter sind an und das Rennen ist freigegeben. Kerosin kommt, glaube ich, nur mäßig gut weg. Machkarton vorne mit einem sehr guten Start. Puma auf jeden Fall mit einem guten Start. Schon an Machkarton vorbei. Gut, dann Donnerkeule vorne, vor Kerosin, Puma, Machkarton. Matti auch schon 2 Plätze gewonnen, das ist auf jeden Fall ein guter Start. Rocket geht da aber rein gegen Matti. Boah, geht auch vorbei, schönst. Gucken wir jetzt mal die Intervalle an. Wo sonst? Penetrandus direkt 3 Plätze gewonnen. Das war dann auch ein ganz guter Start von ihm. Hat er quasi das Quali schon fast wieder komplett weggemacht. Ich glaube, am ehesten wird da jetzt erstmal ein Machkarton was gegen Puma machen. Weil es natürlich ohne DRS extrem schwierig ist zu überholen. Da hat sich der erste gedreht, das ist eher neidiger. Dürfte keinen Schaden haben. Aber kann er weiterfahren. Muss dann erstmal nur mit dem Schreck auskommen und vielleicht mit ein paar zu heißen Reifen. Donnerkohle vorne schon außerhalb der Sekunde. Einheit dreht sich direkt nochmal an. Fahrer. Also Donnerkohle gibt hier erstmal die Pace an. Wäre natürlich auch wichtig, jetzt aus dem DS-Fenster rauszufahren. Um einfach quasi ein entspanntes Rennen zu haben. Bei Kerosin jetzt schon wieder rankommen. Er muss aber bestimmt ERS einsetzen. Er hat nochmal gedreht.
Ja gut, Ernight muss dann erstmal in die Spur finden, aber ich glaube auch Alex dürfte. Der dürfte auch irgendwas passiert sein, weil der auch schon ziemlich weit weg ist. Ziemlich weit von dem Feld ist. Hat Falkberg schon so Schaden, wenn er so langsam ist? Ja. War er nicht. Oh. Ein Rager geht schon mit einer Attacke kommen hier vor 12. Ja, macht doch vorbei, ne? Ja, geht er durch. Müsste eigentlich. Ja, lassen sie sich Platz. Und da ist ein Rager durch. Auf die 8 vor. Ja, ist natürlich eine Chance für jeden, der hier durchkommt, dass es ganz gute Punkte gibt. Ich meine, wenn noch der eine oder andere Fehler macht, könnte man dann auch nochmal nach vorne rutschen. Ich meine, letztes Jahr... Ich weiß leider nicht mal, wer letztes Jahr gewonnen hat. Ich weiß nur, dass Puma 2 gewonnen und ich 3. Es war aber auch ein Rennen, da war auch Rocket, glaube ich, ganz gut dabei, bis er es am Ende dann weggehauen hat. Der wäre, glaube ich, vor mir gewesen. Ich könnte raten, dass es bestimmt... Er hat wieder gedreht, ja. Ich glaube, das Rennen kann er jetzt wirklich langsam vergessen. Solange er keinen Schaden hat, muss er jetzt einfach durchkommen und hoffen, dass jemand DNF holt. Würde ich schätzen, dass entweder Michi oder Machkarton dürften dann gewonnen haben. Die letzte Saison sehr stark waren. Puma, schon 3 Sekunden nach 3 Runden. Könnte gegen Ende des Rennens kritisch werden, wenn das in der Frequenz weitergeht. Aber Kerosin ist wieder ganz gut rangekommen. Halbe Sekunde hat DRS und jetzt hat sich Alex wohl gedreht. Ein Überholmanöver. Und Ernight wieder gedreht. Ja, die wechseln sich ab. Vielleicht wäre es für Ernight auch ganz gut, jetzt einfach an die Box zu gehen, neue Reifen drauf zu machen. Ich meine, die werden nun dauerhaft am Überhitzen sein. Kerosin auch schon mit relativ wenig ERS. Heißt, er musste schon ordentlich was investieren, um jetzt hier mal kurz nah ranzukommen an Donald, oder? Jetzt haben wir gelb, weil der Ernight noch steht. Ghosting dürfte aus sein, heißt, die müssen aufpassen. Ich glaube, Ernight ist schon wieder unterwegs, er dürfte jetzt Platz machen. Ja, fährt schon die alternative Strecke, übt doch schon mal fürs nächste Jahr. Ja, Ernight lässt da, glaube ich, vorbildlich jeden durch. Ich meine, der weiß ja jetzt nur trotzdem auch, dass das Rennen quasi schon gelaufen ist. Das heißt, muss jetzt niemand mehr das Rennen versauen. Durch irgendeine Dummheit oder anderes. Weil der wirklich nicht dauerhaft langsam ist. Nee, das bleibt schon. Hätte auch sein können, dass er sich irgendwie einen Platten holt. Donnerköder. Wäre fast aus dem DS rausgefahren. Ich schätze mal FIL Vettel, moin. So, es wird auf jeden Fall ein langes Rennen und ich glaube, das sei ja das Strategiespielchen werden. Dann war ja auch im Real Life so. Na, er neigt doch auf. Hätte er jetzt nicht machen brauchen. Wie gesagt, hätte noch durchfahren können und hoffen, dass einer einen DNF holt, da hätte er noch ein paar Punkte mitgenommen. Oh ja. So, Donnerkohle jetzt außerhalb vom DRS. Guck mal, Machkarton, der ist ja gerade so drinnen bei Puma. Ja, Rosin auch jetzt schon 3 Sekunden, ja gut, ne? Ja, es ist ungünstig für ja, Puma und Kerosin schon mit einer Zeitstrafe. Ich glaube, Machkarton holt das Ding. Ist er nicht.
glaube, wenn vorne keiner einen Fehler macht, holt er noch Kohle, das Ding. Ich glaube, durch einen Undercut oder, ja, keine Ahnung, wenn ein Safety Car kommt, könnte Machkarton sich Puma vielleicht holen, weil er den jetzt vielleicht auch auf der Strecke holen könnte. Ja, noch nicht, aber ich glaube, da bahnt sich was an Puma auch mit dem Verbremser. Aber man merkt, wie verhalten Machkarton jetzt hier durch den ersten Sektor geht. Einfach der Unterschied zwischen Quali, wo du da wirklich komplett durchschießt, und jetzt hier einfach. Einfach vorsichtig durchschaut. Ja, Machkarton ist mit 84 Punkten vorne in der Mehr. Und da gab es wohl eine Teamwahl bei Aston. Oder hat sich da Matti. Matti hat Schaden, er durfte sich in die Wand gesetzt haben. Also ich glaube, dass wenn da jetzt nichts Außergewöhnliches mehr passiert, dürfte Machkarton auch jetzt in der Saison den Titel holen. Natürlich auch alleine daran geschuldet, dass jetzt Kerosin erst später dazugekommen ist, der aktuell Zweiter ist, und Kerosin ja auch punktgleich mit Matti. Matti war, glaube ich, am Anfang vom Spiel sehr gut unterwegs und hat da alles mitgenommen, was für ihn machbar war. Aber mittlerweile, glaube ich, hat er so seine Probleme mit dem Spiel. Aber ist einfach nicht mehr ganz so schnell unterwegs. So, jetzt eine Attacke? Nee, noch nicht. Aber ich glaube, da wird wirklich nächste Runde wieder was kommen. Da muss er auch vorbei, wenn man guckt. Nicht mehr als 4 Sekunden jetzt schon zu seinem Teamkollegen. 2,3 Sekunden zu Kerosin. Dann muss er dann langsam an Puma vorbei, um noch die Möglichkeit auf einen Rennsieg zu haben. Ja, Machkarton ist konstanter als Donnerköhle, aber ich glaube, von der reinen Pace ist es bei den beiden Strecken abhängig, wer besser ist. Aber ich meine, ich würde es auch Donnerköhle mal zutrauen, mal ein Rennen dann einfach so zu dominieren. Also ich meine, Hansa Alex dürfte sich gedreht haben, oder? Gibt es jetzt eine Attacke? Hier 10 ist eigentlich, ist der nah dran. Genau, wenn er ein bisschen ERS einsetzt, dürfte es da möglich sein, jetzt zu überholen. Aber ist dann nicht daneben. Hätte zwar, glaube ich, die Möglichkeit, da mal ein bisschen reinzudiven, aber muss er ja nicht. Also ich meine, er ist in der WM, ist er ziemlich weit vorne. Wird er, glaube ich, auch eher darauf gedacht sein, das Ding schnellstmöglich zu gewinnen. Ja, vielleicht hier noch ein paar Dummheiten macht. Vielleicht kann ja immer mal sein, dass man mal ein Rennen nicht mitfährt. Und dann könnte es ja schon wieder eng sein. Donnerköhle hätte auch schon 30. Ich wollte jetzt noch irgendwas erzählen, aber jetzt habe ich es vergessen. Schade. Gucken wir in den Chat. Ja, Michi war der Vormeister. Ich weiß nicht, ich glaube, Michi ist jetzt auch. Ich glaube, der ist ein paar Rennen mitgefahren. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, das könnte jetzt komplett Schmarrn sein, aber ich glaube, Michi hat jetzt auch. Oder vor dem Spiel ist er auf Lenkrad gewechselt. Jetzt geht aber erstmal Machkarton vorbei an Puma. Ja, wobei Puma wird sich halten können, oder? Ah, jetzt ist Cruise vorbei. Ah, immer noch zu zweit nebeneinander. Das ist ja unglaublich, was die beiden hier machen. Aber Machkarton setzt sich durch.
glaube, Michi ist von Controller auf Lenkrad gewechselt. Und der ist jetzt auch in der Saison wenig Rennen mitgefahren. Höchstens 3 würde ich schätzen, aber da weiß ich jetzt auch nicht den genauen Wert. Ich kann gleich nochmal in den WM-Stand gucken. Orangener Heckflügel. Schade. Ja gut, ich glaube, ja, also mit Unterboden und Seitenkasten wäre noch ein bisschen machbar gewesen zu fahren, aber nicht. Trotzdem für die Chance, dass ein anderer DNF holt und dann noch einen Punkt abzustauben. Die hätte es ja gegeben. Gelb im letzten. Das ist Matti, oder? Er hat schon wieder kein Flügel mehr, ja gut. Auch rabenschwarzer Tag für Matti, auch auf dem harten unterwegs gewesen. Nun mal auch keine Rennreifen. Also noch schwieriger dann damit zu fahren. Nein, ich will das nicht. So, mal gucken, ob Puma kontern kann. Ich schätze nicht. Dürfte zu weit weg sein. Der macht er dann nicht. Ja, vorne Kerosin ist jetzt letzten Runden dran geblieben. Wir sind jetzt bei 2 Sekunden der Abstand. Konstant. Macht Karton natürlich jetzt wegen Kampf mit Puma ein bisschen was verloren noch. Ich glaube, er wird die Lücke dann jetzt so langsam schließen. Und ich denke, dass dann auch demnächst Boxenstopp-Fenster aufgeht für alle. Wir haben jetzt hier Reifen. Ich glaube, für die Softfahrer dürfte es demnächst einen Boxenstopp geben. Ja gut, das ist ungünstig. Erste Runde mit Heckflügelschaden dann. So, WM-Stand. Gucken wir mal kurz bei Michi. Wo man denn? Michi ist noch als Ersatz eingetragen. Er ist ein Rennen mitgeflogen. Auf der Bahn gewesen. Aber weiß ich jetzt auch nicht genau, was da drin ist, warum er da jetzt nicht häufig mitfährt. Jetzt hat sich Twitch wieder auf dem Handy aufgehangen. Jetzt ist so, wie sieht's noch aus? Also Rocket aktuell ganz gut unterwegs, hat noch keinen Zeitstrafe, wird auf 5 an. Hinter der Spitzengruppe quasi. So, dann Penny ist ganz gut vorgekommen, also ist dann jetzt auf 6 wieder. Mit den Mediums. Könnte am Ende nochmal ein Faktor werden. Ich glaube, der dürfte ja gegen Rocket am Ende noch kämpfen können. Ich habe jetzt auch wieder einen Chat offen. Aha, schön. Wobei Penetrant ist auch schon eine Zeitstrafe hat. So, dahinter dann Wetschak, der dann ja, zumindest gerade Matti ein bisschen aufhält. Matti nochmal auf frischen Soften und Alex hat sich gedreht, ja. Ja, da ist Matti auch vorbeigegangen an Alex. Überragendes Manöver. Der Wedgehog, der jetzt gegen Falkberg kämpfen könnte, wobei Falkberg jetzt auch nicht sonderlich schnell ist. Und dann hinten, ich glaube, Matti und Alex, die fahren einfach drum, um durchzukommen und dann Punkte zu holen. So, die ersten gehen an die Box. Machkarton und Puma. Machkarton dann quasi ja Versuch für einen Undercut gegen Kerosin. Muss er rauskommen. Wenn eine Trandos wird, glaube ich, auch noch vorbeigehen. Ja. Aber die dürfen erstmal freie Fahrt haben. Weil natürlich Penetrandos, der wird noch ein paar Runden vorne auf seinen Mediums. Also der könnte für Machkarton zum Problem werden, wenn die vorne länger fahren. Ja, wobei Penetrandos ist schon ein ganz schönes Stückchen davor. Ich glaube, da wird auch Donnerkyode hinter Penetrandos rauskommen. Ja, wobei könnte England da. So, Wedgehog auch an der Box. Ja, können wir dann jetzt hier Firnden Abstand machen. Ja, sehen wir, dass Machkarton 28 Sekunden hinter seinem Team ist. Ich würde schätzen, dass das Boxenstopp-Delta hier so gegen 24 Sekunden ist. Ich meine, du hast hier eine Box mit 60 km/h. Der halt sehr langsam ist. Insofern verliert man da natürlich mehr beim Boxenstopp. Matti mit 3 Sekunden. Kommt bei denen jetzt, glaube ich, nicht auf Zeitstrafen dran.
Und noch Köder an der Box. Kerosin zieht auch mit. Der Machtkarton hat jetzt in der Runde 16 auf Penetrandus aufgeholt. Rocket auch an der Box. Und Penetrandus wird dahinter bleiben, oder? Nee, geht noch davor. Boah. Weil steckt auch Donnerkugel zurück. Ja gut, ist jetzt dann glaube ich nicht wert, da irgendwie sich dran zu versauen. Aber Machtkarton ist quasi dran. Ja, 1,4. Donnerkugel dann auch von dran an Penetrandus wieder. 16. Rennen ist Monaco und ich sollte mitfahren können. Ja, Monaco wird. Monaco ist ja eh meine Strecke. PSC zwar nicht, aber meine Strecke. Hängt auch gerade über meinen Fernseher. Schöne, schön aus Holz. Monaco Layout. Das gerade mit schöner LED leuchtet. Das ist wunderbar. So, Donnerkode. Ich schätze mal dann vor Kurve 3. 3 wird er dann vorbeigehen. Oder sogar schon auf Startziel. Sollte jetzt natürlich dann trotzdem nicht zu sehr aufgehalten werden. Also sollte dann jetzt schon die nächste Runde vorbeigehen. Weil sonst dürfte Kerosin wieder dran sein. Eine Transmission von Bremser. Das wird jetzt auf Start gehen. Er weiß Penetranus natürlich auch, dass er jetzt gegen Donnerkröde auf frischen Mediums er nichts macht. Macht Karton schnellste Runde und er ist dran an Kerosin. Und da hat sich ein Alpha gedreht. Würde ich schätzen Alex, weil der Abstand zu, von Redshock zu Falk war gleich. Jetzt könnte natürlich Penetranus nochmal eine schöne Rolle spielen hier im Kampf um Platz 2. Wenn da jetzt Kerosin und Machtkarton ankommen. Es ist mir ehrlich gesagt in Monaco egal, ob da ein Safety Car kommt oder nicht. Ich werde da irgendwie durchkommen. Hoffentlich ohne Schaden, nicht wie in einer anderen Samstagsliga. Ja. So. Kerosin hat auch DRS. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn er schnell vorbeikommt, könnte Penetrandus Bremsklotz sein für Machtkarton. Aber wenn Kerosin jetzt nicht vorbeikommt, könnte sich dann natürlich schon eine Chance für Machtkarton geben, da vielleicht in eine Lücke reinzugehen. Donnerkugel, schnellste Runde. Ja gut, mit frischen Reifen, kein Problem. Und Kerosin geht vorbei, geht aber weit, wird eine Verwarnung bekommen. Aber Machtkarton zieht mit. Ja, da sind sie beide souverän vorbeigekommen. So, dann aktuell müsste noch Penetrantos, Falkberg und Matti nochmal an die Box. Ich glaube, der Rest kann durchfahren. Alex nochmal mit 3 Sekunden. Ich glaube, da kommt es dann auch nicht mehr. Wann ich selber mit Fahren dran bin, ich würde schätzen, in 3 Wochen kann ich wieder fahren. Machtkarton jetzt auf jeden Fall sehr nah. Also ich weiß nicht, ich glaube, das nächste PSC in 2 Wochen dürfte noch zu früh sein. Ich will, also ich will da auch nicht überstürzen, weil ich mich ja trotzdem dann doch ganz doll in der Hand verletzt habe. Und eh da nochmal irgendwas passiert, lasse ich da glaube ich ruhig eingehen, besonders Mexiko.
Finde ich jetzt ehrlich gesagt jetzt auch nicht so eine geile Strecke. Insofern kann ich, glaube ich, dann mitleben, wenn ich da fahre. Ja, aber hier deutet sich schon wieder was an. Machkarton, ich glaube, in der nächsten Runde wird er vorbeigehen. Kann ich meinen. Meine Saison im PSC kannst du eh komplett vergessen, weil ich glaube, ich den Saisonstart habe ich komplett reingehauen. Jo, dann hatte ich mich jetzt, glaube ich, die letzten Rennen ein bisschen gefangen. Also Abu Dhabi war, Podium war schön. Ich glaube, das waren so Japan, Abu Dhabi und Frankreich, wo ich, glaube ich, wo ich sehr gut unterwegs war. Ich glaube, ich alles rausgeholt habe. Ja, und jetzt seitdem können wir halt nicht mehr mitfahren. Ne? Ja, wobei ich auch mittlerweile, wenn Machkarton sich keine Strafe mehr holt, dürfte er wirklich Kandidat auf den Sieg werden. Ich meine, er ist jetzt ja, ein bisschen mehr als 4 Sekunden hinter Donnerköde. Und Donnerköde ja mit 3 Sekunden unterwegs. So, da hat sich der nächste Alpha gedreht. Wahrscheinlich wieder Alex. Er steht auf einmal schon da, ja. Schade. Muss auch erstmal jetzt alle vorbeilassen. Jetzt glaube ich dann nach Puma durfte er auf die Strecke kommen. Und Puma nähert sich langsam Penetrandos an. Und Rocket ist glaube ich auch in den letzten Runden ein bisschen näher an Puma rangekommen. Wenn Matti die nächste Zeitstrafe holt. Ja, ich glaube, Polster hat er jetzt genug zu Alex. Wedgehog ist auch dran an Falkberg. Da gucken wir gleich mal drauf. Falkberg jetzt schon auf Soften. Fährt aber lange mit den Reifen. Wobei da, glaube ich, der Kampf gegessen ist. Wenn er Falkberg jetzt mit frischen Soften, dann wird er, glaube ich, Wedgehog etwas wegziehen. Also, ja, gelb im letzten Sektor, aber da war gerade nichts. Machkarton, man sieht es unten an der gelben Leiste auf dem Lenkrad, der hat volles ERS. Also der, wenn er will, glaube ich, könnte er da jetzt mal angreifen. Rocket jetzt auch mit einer Zeitstrafe, ja, das ist schade. Aber ich glaube, bei Rocket wird dann am Ende jetzt auch nicht auf die Zeitstrafe kommen. Ich glaube, mittlerweile ist er 11 Sekunden, 12 Sekunden hinter Penetrandos. Ich glaube nicht, dass Penetrandos das zufahren wird. Weil er wird 10 Runden auf dem Soften haben. Ich schätze mal, dass er diese oder nächste Runde reingeht. Also ist da für Rocket ein 5. Platz drin, was glaube ich für Rocket auch ganz gut ist. Hat sich Machkarton mal ein bisschen gezeigt. Er weiß natürlich auch, dass beim Überholmanöver ein gewisses Risiko natürlich dabei ist, besonders hier in Australien, wo du halt wirklich nicht so gut überholen kannst. Das ist natürlich gut, dann den Gegnern vielleicht einen Fehler zu treiben, wo man dann wirklich easy vorbeikommt. Aber ich glaube, dass er jetzt schon, setzt aber auch kein ERS jetzt hier ein. Jetzt macht das an. Was? Penetranus da schon, Kerosin leuchtet, heißt er hat kein ERS mehr. Unter 10%, dann sieht man hinten die roten Lichter. Heißt, das ist eigentlich, müsste eigentlich jetzt gefundenes Fressen für Machkarton sein in den nächsten 2-3 Runden. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass Machkarton da vorbeigeht. Hat mittlerweile auch 5 Sekunden Abstand zu seinem Teamkollegen. Heißt, da müsste er dann auch erst nochmal 2 Sekunden zufahren, die Lücke, um dann zumindest am Ende Erster sein zu können.
Warum verwechsel ich immer Penetrantus und Kerosin? Das ist unglaublich. Also Kerosin jetzt schon, also der dürfte wirklich nicht sein. Erst gucken wir mal kurz. Ja, ja. So, Machkarton setzt jetzt ERS ein und spätestens Kurve 3 wird er vorbeigehen. Jetzt, na, setzt er sich schon daneben. Ständer bleiben, ne, doch, geht vorbei. Ja, souveränes Manöver, kann Kerosin kontern? Ich glaube nicht. Er macht gerade nicht mit ERS. Insofern sieht das hier sehr stark nach einem McLaren-Doppelsieg aus. Ja, McLaren dominieren gewisserweise ja die Saison. Also, mit dem Ergebnis dürfte dann auch Donnerköhler auf Platz 2 in der WM kommen. War jetzt, glaube ich, nur 7 Punkte zurück. Guck mal kurz drauf. 5 Punkte war sogar nur hinter Matti und Kerosin. Heißt, damit ist er dann Zweiter in der WM. Und ja, für die Konstrukteurs-WM wäre das dann quasi auch schon gewisserweise eine Vorentscheidung. Da hat sich, glaube ich, Alex nochmal gedreht. Ich meine, okay, Matti gibt jetzt auf. Gut, das könnte nochmal ein Safety Cup geben. Wie kann man denn? Ja gut, wird dann einfach beim Rausbeschleunigen, glaube ich, ein bisschen zu viel Gas gegeben haben und dann. Verdammt. Safety Cup. Ja, jetzt wird es nochmal spannend. Schön. So, McLaren sind weitergefahren. Puma könnte an die Box. Macht er auch. Jetzt nochmal frische Softe drauf. Rocket wird auch an die Box gehen. Ah, das ist jetzt. Das ist. Schön fürs Rennen. Ja, jetzt wird es nochmal richtig interessant. Wobei die McLaren, die sind am. Ja, McLaren können, glaube ich, doch noch. Weil die jetzt am Safety Car vorbeigelassen wurden. Da werden die keine Position verlieren. Das wäre natürlich jetzt. Ist trotzdem gut. Ja, jetzt sind die Abstände quasi zurückgesetzt. Ja, Penetrandos vor Rocket. Hostwechsel. Ist Matti rausgegangen. Schade. Penetrandos ist auch direkt hinter Puma. Wetschak auch verlassen. Wollen wir mal die Lobby schmiert jetzt nicht ab. Falkberg. Denke ich, wird weiterfahren. Hat er frische Soft, oder? Können eigentlich noch mal reingehen. Ist egal. Wetschak. Ist wieder beigetreten. Ja, schade. Jetzt ist die KI an der Box vorbeigefahren. Oh mein Gott, ich glaube, wenn er nächste Runde geht, wird denen auch egal sein. Verliert dann halt. Trotzdem keine Position. Vorne. Ja, vorne dürfte auch der Doppelstack bei McLaren gut gehen. Ich meine, das hatten die ja in einem der letzten Updates gefixt, dass wenn du jetzt gute 7 Sekunden, jetzt wenn die Abstände zurückgesetzt sind, ja? Wenn du 7 Sekunden quasi zurück bist, dass du halt nicht mehr so sehr aufgehalten wirst. Er macht Karton. Vielleicht Kerosin trotzdem geholt werden. Gucken wir mal. Hat dauert ein bisschen. Aber macht gerade rum. Zweiter. Und zwar locker. So, dann waren sie jetzt quasi alle beim Stoppen. Und dann gucken wir jetzt mal auf quasi das Wichtigste jetzt für die letzten Runden. Die Zeitstrafen. Der Machkarton, keine Zeitstrafe. Dann sonst Donnerköhle 3 Sekunden, Kerosin 3, Penetrandos 3, Rocket 3, Wedgehog und Falkberg dann auch keine. Und Alex ist, glaube ich, wurscht. Also. Bei Zeitstrafe dürfte er überrundet sein. Insofern. Ist das dann. Ist aber ich wirklich erstmal hinfällig. Penetrandos nochmal 3 Sekunden hinterm Safety Car. Puma 3 Sekunden hinterm Safety Car, bitte? Okay, ne? Also sieht das jetzt schon wieder ganz gut für Rocket aus und für Puma und Penetrandos eher schlecht. Heißt, da wird nach vorne jetzt nicht mal ganz so viel gehen. Du Machkarton. Ja, ist jetzt quasi Favorit, glaube ich, für einen Rennsieg. Einfach weil er noch keine Zeitstrafe hat. Ich glaube auch nicht, dass da Donnerkohle jetzt so viel schneller ist.
Es wird dann, glaube ich, in den ersten zwei Runden dann entschieden. Wenn Machkarton, Alex Nummer 3, ja, auch in um Safety. Wenn Donnerkohle in den ersten zwei Runden, wo es DRS dann noch deaktiviert sein wird, wegziehen kann über eine Sekunde, der hat da, glaube ich, eine Chance, das Ding zu gewinnen. Wenn er es nicht schafft, gewinnt er den Machkarton, wenn er sich keine Zeitstrafe machen würde. Ja, ich hab's gesehen. Ich bin ja in. Wann war denn das? Imola bin ich auch lange mit Seitenkastenschaden gefahren. Und auch Baku, das komplette Rennen mit kompletten Seitenkastenschaden, wo mein Auto auch komplett im Arsch war. Also es ist schon nicht schön zu fahren. Ich finde auch, dass der neue Schaden, den die reingebracht haben, ist vielleicht schön, wenn du, keine Ahnung, wirklich eine Simliga machen kannst, weil es halt zu wesen ist. Muss man halt so sagen. So, gucken wir mal kurz auf Redshock nochmal an den Passwort. Ja. Mal gucken, also ich denke, Safety Car wird dann jetzt die Runde reingehen. Redshock und Falkberg dürften noch rankommen. Alex, denke ich nicht, aber. Strafe gegen Puma und Dings waren Bug. Können wir mal. Ja, es geht ja eh gerade nichts los. Wir können mal gucken. Nee, nicht Kerosin. Puma. Der hat am Ende eine Strafe und eine Verwarnung bekommen. Penetrandos. Auch Strafe und Verwarnung. Und da das eine 3 Sekunden ist, ich kann. Also, ja, Spiel würde ich zutrauen, dass es ein Bug war. Aber bei einer 3 Sekunden nicht. Bei einer 3 Sekunden muss er trotzdem, muss er die Strecke verlassen. Im Endeffekt, wenn du es nicht schaffst, um Safety Car auf der Strecke zu bleiben, finde ich, geht das schon klar, dann eine Zeitstrafe dann zu geben, wenn es halt die dritte Verwarnung ist. Wenn es halt die Verwarnung ist, die jetzt zu einer Strafe führt. War ja nur auch keine direkte Strafe. So, Safety Car müsste so langsam mal andeuten, dass es reingeht. Falkberg ist dran, Redshock wird auch noch dran kommen. Kombination oder Brücke. Er wird wohl noch eine Runde fahren, okay. Ist aber dann eine lange Safety-Car-Phase. Also. Also, das ist. Ja, wird es noch warten, bis Alex dran ist, aber. Alex wird nächste Runde dran sein. Weiß gerade nicht, ob man oben die Runden sieht. Ich sehe sie zumindest nicht, weil da mein Stream-Overlay drüber ist. Also zumindest die letzten zwei Runden werden noch gefahren. Das ist vom Spiel quasi so festgesetzt, dass die letzten zwei Runden sind Rennrunden, egal was passiert. Also da kann es kein Safety Car geben. Insofern wird das quasi ein Sprint. Ich finde, man hätte es. Ja. Hätte man jetzt auch sagen können, dass das Safety Car eine Runde eher reingeht. Aber ist dann natürlich trotzdem, glaube ich, so schwierig zu programmieren. Ja. Da müsste die Runde reingehen. So. Hat er eher Neid geschrieben. Ja, kommt jetzt auch rein. Heißt Machkarton, Donnerkohle macht den Restart. Bei Clemens, die werden sich auch schon ein bisschen absprechen, also. Da wird Donnerkohle dann schon sagen, hier, cool, da gebe ich Gas und. Damit die beide auch von Kerosin und Puma und so weiter wegziehen können. Ja, der Schaden ist nice, dass er drin ist, so. Aber, keine Ahnung. Ist halt dann trotzdem doof, dass das Schadensmodell halt ein anderes ist. Ich meine, in iWays, Mercedes, den sie drin haben, da ist das Schadensmodell überragend.
Er jetzt schon los, er fährt jetzt schon los. Und das ist quasi ein iRacing ja wie ein fast wie ein Real Life. Insofern, und das hätten sie reinnehmen können, wenn es möglich ist, aber es war nicht möglich. So, der Restart sah ganz gut aus. Dem ist ziemlich früh, hat er Gas gegeben, Donnerkühl. Man macht gerade schon Kunde vor, ne? Hinten Rocket schon außerhalb der Sekunde von Penetrandos Nacken. Hat einer einen Restart verpennt, genauso wie Falkberg und Wetcher. So, wir haben dann auch noch schöne vier Runden. Fan-Action. Na, auf Reifen muss jetzt eigentlich keiner mehr achten. Können wir mal kurz gucken, wie alt die Reifen von Penetrandos sind. 6 Runden. Ja. Ah ne, die wird er am Ende natürlich trotzdem. Ja, 6 Runden. Könnte am Ende mitbekommen, dass die nicht mehr die frischesten sind, aber ich glaube, das wird keinen Unterschied machen. Und vorne 19. Heißt, das sieht ganz gut aus für Donnerkürde gerade. Nächste Runde wird es auch noch kein DRS geben. Heißt, wenn er da noch mal ein bisschen Zeit rausfährt auf seinen Teamkollegen. Schon mal die erste Miene dafür, dass er das Rennen noch gewinnt. So, Donnerkohle währenddessen auch mit der schnellsten Runde und ist jetzt 1,2 von weg. Rocket ist wieder dran an Penetrandos. Ja, solange Penetrandos noch im DS von Puma ist, wird er glaube ich schwierig sein für Rocket da zu überholen. Muss er auch aktuell noch nicht. Donnerkohle gibt wirklich ordentlich Gas vorne, also der könnte das Ding noch gewinnen. Wenn Rocket dran bleibt, könnte er vielleicht auch noch Puma überholen wegen der Zeitstrafe. Aber da muss er dann glaube ich schon an Penetrandos vorbei, ja. So, Kerosin. Für den haben sich jetzt glaube ich die Chancen auf den Rennsieg endgültig in deutsche Sprache, schwere Sprache. Also er kann nicht mehr gewinnen, auf jeden Fall. Zweiter Platz wird auch schwierig für Junge, reden, was ist denn los mit mir? Für Kerosin, so. Hat jetzt auch Puma am Nacken und da geht es dann jetzt quasi um die Position, weil beide recht viel Zeit schon haben. Donnerkohle vorne schon 2 Sekunden weg. Also sieht wirklich sehr gut aus für die McLaren. P1. Er ist jetzt auch freigegeben, jetzt noch nicht, dann erst im Mittelsektor. Darf man dann den Flügel flach stellen? Das sind dann quasi die zwei Kämpfe, die es gibt. Puma gegen Kerosin und Rocket gegen Penetrandos. Wo wir ein Auge drauf werfen. Wir werfen natürlich auch ein Auge vorne auf den Abstand. Zwischen Donnerköde und Machkarton. Da geht es ja um den Sieg. Ich meine, ich glaube, die beiden sind auch zufrieden. Wenn es halt so ausgeht. Also besonders... Donnerkohle wird eh zufrieden sein, aber Machkarton wird glaube ich auch kein Problem haben, wenn man mal auf die WM guckt, dass er seinen Teamkollege gewinnt. Also. Nein, Machkarton, wie gesagt, 84 Punkte vorne. Und der wird Punkte gut machen.
Geht da weiter. Okay. Wahnsinn. Also, Rocket an Penetrandos vorbei, weil sich Penetrandos gedreht hat. Im Strafen machen wir wieder an. Ja gut, Rocket aktuell zu weit weg, um dagegen Uma noch was zu machen. Wir sind auch in der letzten Runde. Wedger kämpft vielleicht noch ein bisschen gegen Falkberg. Ja, aber wir gehen mal vorne drauf, damit wir hier Donnerköhle, der tendenziell gewinnen wird. Wobei, Machtkarton kommt nochmal, das wird eng. Wenn wir Donnerköhle auch nochmal ein Bild haben. Das wird quasi ein Foto, finde ich. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich keine Interviews mehr mache, weil es bei mir sofort Essen gibt. Ich muss quasi schnell weg. Aber. Kommen wir auf die letzten Runden an. Auf die letzte Kurve an. Denn Machtkarton. Nee, das wird Machtkarton reisen, ne? Oder? Oder? Also Donnerköhle kommt als erster über die Linie. Machtkarton wird das Ding doch noch gewinnen. Ein Zehntel. Unglaublich. So, Kerosin 3, Puma 4. Rocket wird 5. Dann Penetrantos auf 6. Der verliert sogar noch zwei Plätze gegen Wedgehog und gegen Falkberg, weil die keine Zeitstrafen haben. Das ist bitter. Also Wedgehog 7, Falkberg 8. Wedgehog 6, Falkberg 7, Penetrantos 8 und Alex nimmt hier 2 Punkte mit. Ja. Somit dann. Ja. Ich glaube, Machtkarton. Nee, bleibt schnell so mit Donnerkohle. Somit ist Donnerkohle in der WM jetzt 1 Punkt vor Kerosin. Machtkarton baut die Führung weiter aus. Dürfte jetzt 93 Punkte vorne sein, wenn ich jetzt mal so kurz rechne. Und ja, war auch ein schönes Rennen. Wieder ein Doppelsieg für McLaren. Die hier die Saison komplett dominieren. Ja, auf jeden Fall ein starkes Rennen. Von den beiden Orangen da auf dem Podium. Penetrandos redet im Spielchat. Gut, dass ich das nicht höre. Ich hoffe, man hört das im Stream auch nicht. Puma redet auch. Unglaublich. So, hier haben wir nochmal das Rennergebnis. Finale. Ja, Finale vielleicht noch nicht. Können ja noch Anträge danach kommen im Nachhinein. Strategie. Alex, sehr interessante Strategie, muss man sagen. Renndirektor drauf. Boxenstops. So, das war's. Also nochmal GZ an Machtkarton, der das Rennen hier gewonnen hat, der wirklich überragend drauf ist in der Saison. Ist weggeworfen. ja. Also war ein ganz schönes Rennen. Rocket holt auch sehr gute Punkte für Alpha Tauri. Wichtig. Und ja, das war's dann von Australien. Es geht in 2 Wochen weiter in Mexiko. Wird man dann hier, glaube ich, auch noch sehen. Mal kurz mal schauen. Ja, ich glaube nicht, dass ich da schon fahren kann. Aber naja. Ja, wie gesagt, für ein Australien-Rennen war es ganz schön. Ich glaube, ich habe schon langweiligere Rennen da gesehen. Und joa. So, dann bedanke ich mich für alle, die zugeguckt haben. Ich hoffe, ich habe das gut gemacht. Da gehe ich jetzt mal stark davon aus. Und. Oh, Penetrandos beschwert sich über Rocket. Ja, ist schön. Da gab es wohl dann doch eine Berührung. Ja, gut, habe ich nicht gesehen. Da war ich noch am Joinen quasi. Ja, also danke für die Leute, die zugeguckt haben. Allen dann einen schönen Einstieg in die Woche. Und ja, wie gesagt, geht in 2 Wochen weiter in Mexiko. Bis dahin. Ciao.